Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Deutschen Filmmuseum zu unserer Reihe Geteilt vereint, 25 Jahre Deutsche Wiedervereinigung, die wir jetzt rund um die Ereignisse, die ja dann hier in Frankfurt sehr groß gefeiert werden, hier zeigen. Wir haben sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme ausgewählt und wollten so ein bisschen versuchen, so unterschiedliche Aspekte auch zu berücksichtigen. Das war sowohl die Situation vorher, also kurz vor der Wende, dann natürlich auch sehr wichtig die Situation zwischen dem Mauerfall und dann der Wiedervereinigung und auch ein bisschen sozusagen die Nachwirkungen bis danach, so bis in die heutige Zeit. Ich möchte mich auch ganz herzlich beim Kulturamt der Stadt Frankfurt bedanken, die diese Reihe unterstützt hat. Und ja, heute Abend haben wir ein kleines Special sozusagen zu Dresden. Wir haben schon die Situation in Leipzig kennengelernt mit letztes Jahr Titanic. Wir waren schon in Weimar mit Striche ziehen und heute sozusagen in Dresden. Dresden war ja auch eine sehr wichtige Stadt für die Wiedervereinigung. Und wir zeigen zwei Filme heute Abend. Der erste im Aufbruch, 89 Dresden, der ist ungefähr eine Stunde lang und der beschreibt eben die Situation rund um den, das war so, ich glaube, 4. bis 8. Oktober, wo es irgendwie fast, wo es Proteste gab, wo es fast zu größeren Unruhen gekommen ist. Und es gab eine Gruppe von Studenten um Thomas Eichberg, die eben diese Ereignisse festgehalten haben. Die haben an der Hochschule in Babelsberg studiert und konnten, als sie gemerkt haben, okay, da passiert was, sozusagen ihren Dozenten überreden, dass er ihnen ein bisschen Material mit zur Verfügung stellt und haben dann auf 16 mm den Film wirklich in sehr kurzer Zeit gedreht. Und er wurde dann auch schon im November in Leipzig bei der Dokumentarfilmwoche ausgezeichnet. Der zweite Film ist dann eben sozusagen ein Jahr später. Dresden-Neustadt ist hauptsächlich im Fokus des Filmes. Und er ist gedreht worden von Mitte des Jahres sozusagen dann bis wirklich den Tag der Wiedervereinigung. Und ich freue mich sehr, dass Thomas Klaus heute da ist. Und nach dem Film dann werden wir noch ein bisschen ein kleines Gespräch führen und gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Soweit erstmal und dann ja, einen interessanten Film. So, ja, dann möchte ich dich vielleicht gerade nochmal mit zwei Sätzen vorstellen. Thomas Klaus ist in Dresden geboren und ist auch bis 2000 ungefähr hast du in Dresden gewohnt. Du hast beim DEFA Dokumentarfilmstudio gearbeitet, hast aber warst eigentlich Autodidakt sozusagen, hast dir das Filmemachen selber beigebracht und hast diesen Film auch eigentlich recht unabhängig gedreht. Vielleicht fangen wir damit dann auch gleich an, dass du so ein bisschen was zu den sozusagen Produktionsbedingungen erzählst und damit verbunden vielleicht auch nochmal, dass wir auch nochmal sagen, irgendwie warum jetzt hier sozusagen nur die Fernsehfassung gezeigt worden ist, obwohl der Film eigentlich auf 35 mm gedreht worden ist. Ja. Ja, das ist 25 Jahre nach Entstehen immer wieder berührend zu sehen, wie schrecklich das damals war. Die Situation, das wird ja oft vergessen, wenn man sich so einer Jubiläen erinnert, die war ja damals doch alles andere als nur euphorisch. Das war ja auch im höchsten Grad eine Unsicherheit verbunden. Und das betraf eben auch viele Arbeitende, sage ich mal, vor allen Dingen im künstlerischen Bereich. Und ich war damals angestellt beim DEFA-Studio für Trickfilme. So hieß die Dépendance in Dresden, also ein Filmstudio mit 250 festen Mitarbeitern. Zu 80% wurden da Trickfilme gedreht, also mit vielen Ateliers für die einzelnen Trickfilmgenres. Aber es gab eben auch eine Dokumentarfilmgruppe, zu der ich gehörte, allerdings als einfacher Kameraassistent. Und als die Ereignisse eben im Herbst 89 stattfanden, machte sich erstmal eine völlige Lähmung breit. Also niemand wusste in diesem DEFA-Studio, wie man damit umgehen sollte, da ausschließlich auf Film gedreht wurde, hatte auch niemand die Technik, Ereignisse groß festzuhalten, weil man weder Handlampen noch Videokameras besaß. Wir drehten also ausschließlich auf 35 mm und zwar mit dem recht
unerfreulichen 18 DIN-Material. Das heißt, wenn es etwas dunkler wird, sieht man da einfach nichts. Und das ist auch der Grund, warum da relativ wenig Bilder existieren aus der Zeit von dem Film, den wir vorher gesehen haben. Denn der Thomas Eichberg, der Regisseur des Films zuvor, der auch beim DEFA-Studio für Trickfilme angestellt war, war schon 1987 delegiert worden an die Hochschule für Film und Fernsehen nach Potsdam-Babelsberg und hatte da sozusagen andere Technik. Die haben auf 16 mm gedreht und es existierte auch in 16 mm Material mit höherer DIN-Zahl. Also da kam man eher mal an ein 27 DIN-Material, was man eigentlich benötigte, um auch so eine Aufnahme zu machen in der Dunkelheit, Abend und so weiter. Ist auch flexibler sozusagen überhaupt, weil die Kameras leichter sind. Ganz genau, das kommt ja noch dazu. Und jetzt, wenn ich die Bilder gesehen habe von unserem Film, da wundert man sich manchmal, wieso guckt der weg von der Kamera. Und das hatte einfach Ursachen auch mit dem Ton. Wir haben das mit einer Arri 2C gedreht. Das ist also eine 35 mm Kamera, die für den Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Eine Handkamera, mit der auch Stanley Kubrick seine Filme gemacht hat. Aber das ist keine geblimmte Kamera. Also das ist eine Kamera, die eigentlich nur Bilder machen soll und sehr laut ist. Deshalb sind alle Interviews, die wir hören, so gemacht mit langen Brennweiten, ein paar Zimmertüren dazwischen offen, dass man dieses Rattern der Kamera nicht so hört. Oder wir haben eben dann auf dem Balkon den einen Mann, da kann ich mich doch dran erinnern, so hingestellt, dass der sprechen kann und dass es auch halbwegs einen Sinn ergibt, weil das so laut war einfach, dass man das hätte normalerweise nicht verwenden können. Genau, aber wie kamst du darauf, jetzt einen Film über die Neustadt zu drehen? In dieser Zeit und genau, wo hattest du dann die Unterstützung her? Ihr wart ja, glaube ich, eher auch ein Filmkollektiv, wie auch die anderen auch. Also waren wir schon, das waren alles, wir waren alle fast gleich alt, will ich mal sagen. Der Kameramann war der älteste, Jahrgang 59, Christoph Stolle. Und naja, das war so, man hat als Dokumentarfilmer, und so haben wir uns eben als Kollektiv auch gesehen, schmerzlich darunter gelitten, dass man keinen richtigen Beitrag leisten konnte an den Ereignissen. Ne? Wir wussten vom Fernsehen, was in Berlin passierte. Man kannte Leute, die einen kannten, der mal eine VHS-Videokamera gesehen hat. Aber selber hätten wir natürlich eine am liebsten gehabt, um alles, was damals passierte, aufzeichnen zu können. Das hatten wir nicht. Und wurde also lange diskutiert, was man machen könnte und so weiter. Und es war in erster Linie erstmal eine Materialsache, weil klar war, in dem Studio selber die Regisseure, die alle in der Regel zur Gründergeneration der DEFA gehörten, also seit 1955 da angestellt waren, die hatten überhaupt keinen Plan und keine Idee, da irgendwas zu machen. Und den Trickfilmregisseur sowieso nicht, der ganz täglich immer seine Einzelbildereinstellung macht. Also haben wir uns überlegt, was wir machen könnten. Und es gab Materialreste von Produktionen, die in den letzten zwei Jahren davor gedreht wurden, unter anderem ein weniges Agfa-Kodak-Material 27 DIN. Und die hat man sich genommen, aber da konnte man zwar Aufnahmen machen, so wie wir das auch in den ersten Drehtagen gemacht haben, aber man hatte das Material noch nicht entwickelt. Das heißt, wir brauchten eine Produktionsnummer, das wurde im DEFA-Studio Kopierwerk in Potsdam-Babelsberg, also im Spielfilmstudio, dann entwickelt. Und da war die Chefdramaturgin unseres Studios, Hedda Gehm, die damals erkannte, dass also das Studio abgewickelt werden wird, dass sozusagen Investoren gewonnen werden müssen, denen man ja auch irgendwie Produktionen zeigen muss, die aus der letzten Zeit sind. Und die hat mich ermutigt, was zu machen. Da wurde auch nicht groß gefragt, wie das aussehen könnte. Und nach den ersten Drehtagen hatten wir auch nicht wirklich so einen Plan. Man hat eben dann, das ist ja die Zeit, also der Film beginnt an dem Wochenende Einführung der D-Mark. Und das heißt, an diesem Wochenende hat eben in dem Stadtteil dieses Fest Bunte Republik Neustadt, was es bis heute gibt, stattgefunden. Und da hat man gedacht, okay, da findet was statt, gehen wir mal gucken als Dokumentarfilmer, was man eben so macht. Und da haben wir unsere ersten Meter gedreht und alle anderen Sachen, die da thematisiert werden, die kamen eben dann nach und nach dazu. Aber es hat sich ja dann eher sozusagen auch ein bisschen dazu entwickelt, dass ihr sozusagen diese junge Szene dann aufnehmt und genau, aber das Viertel, genau, da hast du mir irgendwie vor kurzem mal erzählt, dass das auch
vor kurzem gar nicht, also kurz vorher gar nicht möglich gewesen wäre, in dem Viertel überhaupt zu drehen, weil das eigentlich nicht immer schon so ein Szeneviertel gewesen, sondern eben sozusagen auch das, ganz andere. Das ist richtig und deshalb ist auch vielleicht die erste Einstellung. Mhm. In dem Film habe ich mich sehr gefreut, dass ich damals die Idee hatte. Da sieht man ein Schild, alliierte Militärmission, Attention. Und das sind also Areale gewesen, in denen strenges Reglement galt. Also da war Fotografieren und Filmen bei absoluter Strafe verboten. Also ich glaube, stand Freiheitsentzug bis 2 Jahre darauf. Und das galt ja noch, auch Mitte 1990, weil bis zum 3. Oktober waren diese Gesetze im Prinzip gültig. Die Schilder wurden aufgestellt, weil in der Neustadt hinterm Alaunplatz Kasernen waren, in denen die Sowjetarmee drin war. Und den wollte man auch nicht über den Zaun gucken. Ne? Und deshalb war das auch so, ich meine, in der ersten Zeit, naja, so eine, ein bisschen so eine Herausforderung, weil natürlich hat es noch Polizei gegeben und die wollten auch wissen, in welchem Auftrag man das macht, ob man Drehgenehmigung hat und so weiter. Und es gab natürlich auch andere Strukturen, Bürger, die sonst bestimmte Auffälligkeiten weitergemeldet haben. Da wurden wir ständig auch angesprochen. Also das ist eben nicht so wie heute, dass man heute mit dem Handy sehr gute Bilder machen kann, alle Ereignisse festhält. Das ist mir auch nochmal aufgefallen bei dem Film zuvor. Na, man wundert sich, mit welchen Tricks und Kniffen sich die Filmemacher behelfen mussten, na, dass Ereignisse von jemand geschildert werden in die Kamera, dass man dann Pflastersteine im Regen sieht oder so. Und klar, der war auch nicht bei allen Sachen dabei. Und das wenige Material, was er hatte von den Überwachungskameras der Polizei, das musste irgendwie dann eben reichen. Ne? Und da musste er sich was überlegen, wie man das machen konnte. Genau, in dem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass sagen auch die Leute gar nicht gewohnt waren, dass sie interviewt werden, sondern dass eher eigentlich so gefilmt wurde man von der Stasi, aber nicht irgendwie von jetzt Filmemachern. Und das hat auch immer ein bisschen gedauert, bis die sozusagen das Vertrauen der Leute hatten. Also das ist auch interessant. Wir haben ja bei dem ersten Film auch diese Szenen an der Prager Straße, also direkt dann auch gegenüber vom Hauptbahnhof. Da sieht man dann schon, dass die Leute erstmal so ein bisschen, naja, irritiert sind, wenn jemand mit der Kamera ankommt, weil A wurde in der Provinz, also in Dresden, höchst selten Bevölkerung befragt im Tal der Ahnungslosen. Das hat an anderen Orten stattgefunden. Und dann hat man natürlich sofort gesehen, dass die Filmemacher nicht jetzt zum Establishment gehören, dass die nicht also ne, zur offiziellen Nachrichten, DDR-Fernsehen, aktuelle Kameraleute, weil die ganz einfach anders aussahen. Und das spielt natürlich dann auch erstmal eine Rolle, dass man also sieht, dass Leute irgendwie winken oder aus dem Bild gehen oder vielleicht gar nicht interviewt werden wollen. Genau, du sprichst es in deinem Film, oder die Leute in deinem Film sprechen es immer wieder an, auch sozusagen die rechte Szene. Genau, jetzt sehen wir eher sozusagen die linke Szene in deinem Film, aber wie stark ist die dort auch präsent oder auch in der Neustadt präsent oder eher an anderen Orten? Oder? Ja, das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr trauriges Thema und auch als ich heute jetzt die Einstellung sah, wo die beiden jungen Männer vor dieser Lücke stehen und das dann in die Totale zurückgeht, da sieht man ja doch ein sehr großes Hakenkreuz an der Wand. Also das ist Mitte 1990 ein extrem großes Problem gewesen in Dresden. Das ging ungefähr seit 1988, also Frühjahr 88 eigentlich los, dass es immer wieder Überfälle gegeben hat von, wie es in den rechten Kreisen hieß, linken Szenevierteln. Und das war vor allen Dingen die Dresdner Neustadt. Und es hat da in dieser Dresdner Neustadt eine Kultureinrichtung gegeben, ein Stadtteil, Kulturhaus, die Scheune, die es auch heute noch gibt. Da haben eben Konzerte stattgefunden und die wurden regelmäßig gestört. Da sind rechte Schlägertruppen reingekommen und haben versucht, die Veranstaltung zu sprengen. Und es hat Schlägereien gegeben, Sachbeschädigung. Wir haben also in dem Film auch, und das ist ja, sag mal, auch ein stilistisches Mittel, was wir machen mussten, weil man die Rechten ja nicht so in der Öffentlichkeit gesehen hat. Die sind natürlich nachts gekommen oder abends gekommen und das war eben auch schwer festzuhalten. Da haben wir das dann also, das wird durch Abwesenheit erzählt. Also wenn der junge Punk in dem besetzten Haus berichtet, dann sehen wir die vergitterten Fenster und der aufmerksame Zuschauer wird sich fragen, wieso ist das Gitter innen und nicht außen? Und wieso ist das im 4. Stock? Naja, weil das Haus eben wirklich mehrfach überfallen wurde. Und gerade in der Zeit, als wir da gedreht haben, vielleicht eine Woche vorher, hat es einen massiven Überfall gegeben von bestimmt 30 Nazis,
die versucht haben, das Haus zu stürmen. Das war aber so verbarrikadiert worden, dass es denen nicht gelungen ist. Und das ist auch überhaupt der Grund, warum dann, sage ich mal, die linken Aktivisten bereit waren, vor der Kamera was zu sagen. Weil auch uns gegenüber wurde eine gehörige Portion Misstrauen entgegengebracht. Es war also im höchsten Grade, muss man sagen, eine Unsicherheit auf allen Ebenen. Ne? Die Leute, die jetzt bestimmte Dinge aus West-Berlin oder Hamburg imitiert haben, indem sie eben ein Haus besetzt haben, die wussten dann eben auch, wenige Monate später, ganz so einfach ist das nicht, und hatten dann mit solchen Problemen zu kämpfen. Und wenn ich heute also diese Bilder sehe, auch mit dem Hakenkreuz und so, da fällt einem das dann wieder ein, dass das doch in Dresden, sage ich mal, in einem Maße damals ein Problem war, wie es nur in wenigen anderen Städten. Also es hat es in anderen Städten auch gegeben. In Leipzig gab es auch gewisse Erde. Auch in, sagen wir mal, in Jena vor allen Dingen. Und das gibt einem natürlich zu denken, wenn man also heute mit diesen Phänomenen wieder konfrontiert wird, dass es offenbar ein paar unbelehrbare, unverbesserliche, rückwärtsgewandte Idioten gibt, die also sozusagen diese Art für sich als einziges Mittel der politischen Auseinandersetzung sehen. Ich würde jetzt gerne ins Publikum öffnen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja, muss. Was war denn der Landessender Sachsen, der da im Nachspann stand? Ja, das ist in der Tat was sehr Erstaunliches. Also der Film ist ja am 3. Oktober, haben wir den letzten Drehtag gehabt. Das ist ja eine Szene genau in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober in einer Gaststube in Dresden-Neustadt. Also dann haben wir den geschnitten, ich glaube im Januar 1991 war er dann fertig und wurde dann auch kurz darauf vom Landessender Sachsen, so hieß das nämlich damals, weil es den MDR, also das dritte Programm, noch nicht gegeben hat. Das ist ja erst 1993 gegründet worden. Und da hat es ja dann kein DDR-Fernsehen gegeben. Und in dieser kurzen Interimszeit gab es einen für Sachsen, nannte der sich Landessender Sachsen, und man hatte das skurrile Logo gesehen, also ein S mit Krone. Und da leider die Originalkopien, es hat also zwei Kopien gegeben, vernichtet sind durch verschiedene Sachen, existiert dieser Film nur noch in einem Mitschnitt von dem Sendeband dieser Ausstrahlung 1991. Und das, was wir hier gesehen haben, das hat mich von der Qualität her natürlich ein bisschen geärgert, weil das ist eine sehr, sehr gute 35mm Kopie gewesen. Und wir haben jetzt den Film in einer Kopie von Betacam, also das heißt in einer recht schlechten Auflösung, von der Sendematz gesehen. Und deshalb ist er auch so sehr weich und flau und die Farben nicht so, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Ja, dafür sieht es immer noch sehr, sehr gut aus, finde ich, trotz alledem. Genau. Gibt es weitere Fragen? Ja. Also viele Fragen sind durch diesen fabelhaften Film ja auch einfach platt, möchte ich sagen. Hat das die Öffentlichkeit denn interessiert, diese linke Szene damals? Ja, das war in der Tat schon, also zumindest in der Berichterstattung in den wenigen Zeitschriften, die es damals gab, muss man ja sagen, ein Thema. Und dann so 91 kamen ja dann auch wurden die ersten Dependancen aufgemacht. Wir haben ja in dem Film am Anfang so ein Plakat gesehen, Morgenpost. Also vor allen Dingen durch die Städtepartnerschaft zu Hamburg kamen natürlich dann sehr viele Journalisten, es wurde ein Spiegelbüro eröffnet, es wurde also vom Stern ein Büro eröffnet, die Morgenpost kam, Bildzeitung und so weiter. Auch die FAZ hatte eine Dependance und von dieser Seite wurde das sehr intensiv begleitet. Also ich habe selber einen Bekannten gehabt, der das Landesstudio Sachsen vom Stern geleitet hat und der es dann die schlimmen Ausschreitungen in Lichtenhagen, Rostock und so weiter waren, dann hat der also da wirklich von vorderster Front berichtet. Der hat sich sogar im Gefängnis einschließen lassen, um die Rechten zu interviewen, die damals, sagen wir mal, in so einer Art Sicherungsverwahrung genommen wurden. Also das war, wenn ich mich jetzt daran erinnere, so schlimm, dass man in manchen Gaststuben, wir haben ja hier diese eine Gaststätte Raskolnikow gesehen, die wurden fast täglich überfallen. Und ich erinnere mich auch, das sind vielleicht so 4, 5 ähnlich geartete Gaststätten gewesen. Eine, die hieß Planwirtschaft, die wurde also täglich überfallen. Und da erinnere ich mich selbst noch, dass wir in einer Drehpause
gegen 18, 19 Uhr in diese Gaststätte ging, um was zu essen. Und während wir da saßen, flogen zwei Nebelgranaten rein. Und da stand dann aber so ein sehr kräftiger, glatzköpfiger, durchtrainierter Mann auf, nahm diese Nebelgranaten und warf die zurück. Und daraufhin kamen Rechte in diese Gaststätte gerannt und dann gab es ein paar Karateschläge, da lagen die da und da war der Spuk vorbei. Und da hatte also der Gaststättenbetreiber sich Russen als Schutzmannschaft geholt. Weiß ich noch, für 100 Mark, sagte, habe ich Ruhe am Abend, da kriege ich zwei Russen, die da so eine Eliteausbildung hatten und die haben dann dort in eine dieser gezeigten Straßen also dann Schlimmeres verhindert. Aber das hat es gegeben und das wird genauso vergessen wie eben auch im ersten Film der Grad der Auseinandersetzung zwischen Polizei und jetzt normalen Bürgern. Mich hat insbesondere die Szene in der Nacht vom 2. auf den 3. beeindruckt, also in der Gaststätte, in der gefeiert wird. Du filmst dann den Fernseher und dann, als die Party so richtig auf dem Höhepunkt ist, dann wird wieder überblendet in den melancholischen Violinspieler. Und da muss man doch den Eindruck gewinnen, dass du einen vereinigungskritischen Film gedreht hast. Und wenn man jetzt hört, dass das eigentlich die Morgengabe war, um einen Investor zu interessieren, dafür bei euch sich einzukaufen, ist das eigentlich eine ganz atemberaubende Geschichte. Das hat man ja auch vergessen, dass eigentlich damals alle, die was auf sich hielten, von dem dritten Weg geträumt haben und eigentlich doch dieses Schlussbild auch in diesem Sinne gelesen werden soll. Oder wenn wir jetzt hier den Regisseur haben, kannst du ja auch mal was über deine Intention sagen. Naja, das ist wirklich sehr interessant. Also heute erscheint ja vieles im Nachhinein mit dem großen Abstand als relativ klar und einfach, aber damals war es das mitnichten. Also ich erinnere mich auch an dieses verrückte Jahr 1990 als ein wirkliches Jahr der Anarchie. Ich bin zu jung, um jetzt einschätzen zu können, was 1968, 69 in Berlin oder in Paris los war. Aber ich weiß, dieses Jahr in Dresden, das war etwas ganz Besonderes und das hat man täglich gespürt. Also es war ja nicht nur die Auflösung, die dann in einem doch raschen Tempo die Auflösung der alten DDR voranschritt. Es waren ja Wahlen im März, dann die Einführung der D-Mark im Juni, dann wieder Volkskammerwahlen, die letzten Volkskammerwahlen, glaube ich, im August oder September. Und dann eben die Beschließung, dass die Vereinigung zustande kommt. Und das hat man täglich gespürt. Also es sind auch so Sachen, die leider, bedauere ich, gar nicht im Film zu sehen sind, aber an die ich eben immer mal denken muss. Die Polizei hat zum Beispiel schon, ich würde mal denken, nach der Volkskammerwahl, also vielleicht Ende März, Anfang April, angefangen, die Hoheitszeichen von den Autos zu kratzen. Oder die haben sich die Kokarde von der Mütze genommen und dann hat man immer Polizisten gesehen, die in gewisser Weise recht skurril aussahen. Ne? Das waren eben auch Haltungen. Die waren Polizisten, aber die wissen, dass es die Halbwerkszeit dieses Staates ist vorüber. Und das haben die gezeigt. Also wenn so eine Gruppe eben, sag ich mal, zwei Leute, die eben an so einem Auto fuhren, sich einig waren, dass das nicht mehr ihr Staat ist, haben die da rumgekratzt und es hat niemand gegeben, der das verhindert hat. Und so eine Dinge waren ganz oft, also da hat es viele Sachen gegeben, auch in dem, um nochmal auf den ersten Film zu kommen, da ist ja diese merkwürdige, für heute, sagen wir mal, Zuschauer, so ein bisschen merkwürdige Koinzidenz mit der Umweltsache. Das war natürlich ein ganz großes Thema. Man hat ja die Bilder gesehen, der Smog, in welchem Zustand die Umwelt war. Das ist ja heute fast unvorstellbar. Na, ich erinnere mich noch, dass der Winter 89, 90 auch relativ hart war. Also dann hat man ja, wenn es geschneit hat, da war das zwei Tage später, war das alles schwarz oder braun von den Niederschlägen oder eben auch, weil mit Asche gestreut wurde. Ne? Die Wege mussten sauber gehalten werden. Es waren Kohleöfen in jedem dieser Häuser und dann hat man im Früh die Asche genommen, um diese Wege zu streuen. Und dieses Elend, muss man ja mal sagen, ne, das wird eigentlich auch vergessen, dass das noch bis weit in die 90er Jahre sichtbar im Stadtbild war. Ne. Wir sehen ja auch, wenn man heute, wenn Dresden sich damit brüstet, also Stadt der Kunst zu sein und Elbflorenz und so weiter, dann ist das ein sehr, sehr langer Prozess. Die Semperoper wurde 1984 begonnen, die wieder aufzubauen. Das war eine Ruine, da habe ich als Kind noch drin gespielt. Und dann ist die eingeweiht worden 1987 oder 88. Aber das Schloss und das Taschenbergpalais, also Ruinen, die sehr großen Ausmaßes daneben waren, die waren praktisch im Stadtbild zu sehen, mit
Bäumen drin und mit all diesen Sachen, wie man sich es vielleicht dann nur in der Zeit nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg in deutschen Städten vorgestellt haben könnte. Ich habe mal eine Frage jetzt zu dieser Straße, die da am Anfang gezeigt wurde mit der Straßenbahn. Die alte Dame hat ja da die Befürchtung gehabt, dass die Metzger und kleinen Handwerker da verschwinden. Was ist aus dieser Straße geworden? Sind die Befürchtungen wahr geworden? Und was ist aus dieser linken Szene geworden? Ist die noch vorhanden oder ist die jetzt mittlerweile von den Rechten auch verdrängt worden? Für den ersten Teil der Antwort müsste ich das Mikrofon eigentlich meiner Frau geben. Die kommt nämlich öfters nach Dresden als ich und war jetzt erst diese Woche da. Also ich glaube, es gibt natürlich noch kleine Geschäfte, aber auch wie in anderen Städten sind viele Einzelhandelsflächen verschwunden. Vor allen Dingen, weil Dresden die ganz große Dämlichkeit, also die Stadt begangen hat, mitten in die Stadt 4 riesige Einkaufsmalls zu bauen. Und man hat ja in dem ersten Film die Bilder gesehen, von die kaum an Hässlichkeit zu überbieten sind, von der Prager Straße. Und da war eben eine der Hoffnungen 1990, weiß ich noch ganz genau, dass all diese Hochhäuser jetzt gesprengt würden. Jetzt durch den Westen würde man ja endlich Ordnung im Stadtbild schaffen. Und es hieß dann eben auch, die Häuser werden wieder aufgebaut, die Gründerzeitsiedlungen werden saniert und so weiter. Das hat ja alles nicht stattgefunden, im Gegenteil. Das erste größere Hotel wurde nicht neu gebaut, sondern da wurde am Terrassenufer ein 16-geschossiges Hochhaus saniert und dann als Hotel eben angeboten. 1990 sollte dieses Stadtviertel, Dresdner Neustadt, wirklich zu großen Teilen gesprengt werden. Die Unterlagen waren alle schon gemacht und sollte durch 6-geschossige Plattenbauten bebaut werden. Das ist eigentlich durch die Ereignisse verhindert worden und alle sind, glaube ich, bis heute sehr, sehr froh, dass das so ist, weil eben dieses Viertel auch nach wie vor doch sehr beliebt ist, ein lebenswertes Viertel ist, was durchmischt ist, wo es noch kleine Geschäfte gibt und Lebensmittel Otto, höre ich gerade von einem Dresdner, den gibt es noch. Und ich will mal sagen, eben auch bis heute ein Viertel ist, wo sich Leute mit einer demokratischen Gesinnung angesiedelt haben. Also wo es vielleicht jetzt nicht mehr so viele Linke wie 1990 gibt, aber eben doch kritische Geister, wo auch ein demokratisches Grundverständnis herrscht und nicht wie in anderen Stadtbezirken, in Stadtteilen, sage ich mal, die Bevölkerungsstruktur so ist, dass es doch einem Dresdner manchmal eine Träne ins Auge treibt, dass man da eigentlich nichts mehr weiß, was man dazu sagen soll. Oder willst du, Jörg, als Filmemacher, du kennst ja auch aus der Zeit noch was sagen? Ich kann dir nur sagen, dass ich dir beglückwünsche, ein Zeitdokument geschaffen zu haben. Ach, vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, dann danke ich dir fürs Kommen. Ich danke dir, Natascha, für die schöne Reihe und das will ich hier an der Stelle nochmal loswerden. Es gibt ja nicht viele Städte, die ein deutsches Filminstitut beherbergen und noch weniger, die dann auch noch ein Filmmuseum haben mit tollen Ausstellungen. Aber ganz besonders finde ich, dass die Arbeit Dokumentarfilm zugänglich zu machen, die vielen tollen Reihen, die du konzipierst und so, ein wahrer Gewinn sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele hier öfters herkommen, aber sollten welche dabei sein, die nicht so oft hier den Weg ins Kino finden, kann ich das nur empfehlen. Das ist wirklich ganz toll und man weiß ja auch, so ein schöner Kinosaal mit so einer Vorführung, der ist nicht überall zu finden. Danke dir. Ja. Dann sind wir ja sowieso noch einen Moment draußen auch, gell?